noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Hessen 4.0, Agenda Digitales Hessen, Drucksache 19-4111. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Top 42 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Einzelplan 02 aufgerufen werden. Als nächstes spricht die Landesregierung. Herr Ministerpräsident, bitte sehr, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, gute Besserung für die Stimme. Das ist immer eine schwierige Aktion und deshalb vorneweg mal gute Besserung. Zum anderen, Sie haben recht, diese Generalauswahl ist eine gute Gelegenheit, Positionsbestimmungen vorzunehmen und vor allen Dingen auch darzulegen, wo wir hinwollen. Das möchte ich tun und werde dabei, und da bitte ich um Nachsicht, nicht auf alle Punkte eingehen können. Das liegt in der Natur der Dinge. Wir haben ja morgen noch den ganzen Tag, wo die Kolleginnen und Kollegen auch viele wichtige einzelne Punkte vertieft diskutieren können. Meine Damen und Herren, Zustandsbeschreibung. Hessen ist im Jubiläumsjahr 2016 das Land, in dem so viele Menschen in Arbeit und Brot sind wie noch nie. 2,35 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Meine Damen und Herren, das ist Rekord, und das ist wirklich ein Rekord. Das ist nicht das Ergebnis postpaktischer Bemühungen um Pressearbeit. Das sind Fakten. Das sind 2,35 Millionen Menschen, die einen guten Arbeitsplatz haben, die ihre Familien ernähren können und die die Grundlage für Wohlstand in unserem Land bieten. Meine Damen und Herren. Ja, Sie haben recht. Manchmal hat man Glück, ist aber nicht nur Glück. Einer Ihrer Vorgänger hat einmal gesagt, da war ich auch in anderer Verantwortung, wer dran ist, ist dran. So ist das. Aber es ist nicht alles Zufall. Meine Damen und Herren, wir wollen uns nicht berühmen, aber wahr ist schon. Hessen ist das Land, in dem die Arbeitslosenquote so niedrig ist wie seit 25 Jahren nicht mehr. Das ist der Rekordwert im wiedervereinigten Deutschland. In Hessen ist die Nachfrage. Stellen Sie sich einmal vor, was sich da verändert hat. Das führt bei Ihrer Fraktion, aber zugegeben auch bei meiner, nur noch zu müder Aufmerksamkeit. Jetzt schauen Sie einmal, die Menschen haben so viel Arbeit wie noch nie. Jahrzehnte haben wir darüber gerungen, wie Menschen in Arbeit kommen. Und jetzt haben wir so viel Arbeit wie nie. Und dann ist dieser Landtag nicht mal in der Lage, noch wenigstens Danke freudig zu sagen. Ich wünsche mir sehr und hoffe sehr, ich will niemanden negativ beleidigen, aber nur damit wir das richtig einordnen. Ich hoffe sehr, dass wir möglichst nie mehr in die Situation kommen, dass unser ganzes Trachten darum geht, wie wir Arbeitslosigkeit beseitigen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Meine Damen und Herren, Hessen ist das Land mit den höchsten Zahlen für offene Stellen. Noch nie hatten wir so viele offene Stellen, seitdem es überhaupt die Statistik gibt. Das ist Rekord. Und was mich am meisten freut, wir können allen jungen Menschen einen Ausbildungsplatz anbieten. Wir haben mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Jahrzehnte haben wir gemeinsam darum gerungen, dass Menschen überhaupt einen Ausbildungsplatz haben. Und heute, Hessen im Jahre 2016, ist das Land, in dem junge Menschen die besten Chancen haben, die es jemals in diesem Land gab, meine Damen und Herren. Hessen ist das Land, das pro Einwohner das höchste Bruttosozialprodukt aller Bundesländer erwirtschaftet. Hessen ist das Land, das im Bundesvergleich die höchsten Gehälter bezahlt. Hessen ist das Land, das im Bundesvergleich die höchsten Investitionen aus dem Ausland hat. Meine Damen und Herren, wir sind attraktiv. Von den Direktinvestitionen aus dem Ausland gehen alleine 15% nach Hessen.
Das ist ein Wert, der war noch nie so hoch. Und auch das ist Rekord, meine Damen und Herren. Und ich bin froh, dass das so ist. Das zeigt unsere Stärke. Das sind einige ökonomische Daten, und die sind mehr als eindrucksvoll. Aber es gehört auch dazu. Es geht nicht nur um Ökonomie. Es geht auch darum, wie die Menschen in einem Land zu Hause sind, ob sie sich wohlfühlen. Es mag ja sein, dass mancher dieses als Restant rührseliger Heimatliebe oder was auch immer empfindet. Für mich ist schon wichtig, ob Menschen sich in unserem Land wohlfühlen. Und regelmäßig erklären bei jeder Umfrage, egal wer sie macht, dass weit über 90% sich in unserem Land wohlfühlen. Und was noch viel wichtiger ist, im letzten Hessen-Monitor, den wir alle kennen, der ja veröffentlicht ist, haben 89% der Bürgerinnen und Bürger Hessens geantwortet auf die Frage, glauben Sie für sich und für Ihre Familien in Hessen eine gute Zukunft zu haben? Und 89% haben gesagt, ja, das glauben wir. Und meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt einmal die ökonomischen Daten nehmen, die kann man ja nicht bestreiten, und wenn Sie dieses hohe Maß an Zufriedenheit nehmen und die Erwartung, dass fast 90% sagen, wir glauben, dass für uns und unsere Familie in diesem Hessenland eine gute Zukunft ist, dann ist das eine großartige Bilanz. Und ich sage das ganz bewusst. Wir alle gemeinsam können stolz sein auf dieses Hessenland, meine Damen und Herren. Das ist zunächst einmal das Ergebnis der Arbeit von Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Das ist auch das Ergebnis sehr guter Steuereinnahmen. Aber, meine Damen und Herren, würde das alles schlecht laufen, dann hätten Sie eine Rede gehalten, dass nur dieser Teil des Hauses daran schuld ist, dass es schlecht läuft. Wenn es gut läuft, dann ist es nicht Hybris, sondern eine Frage der Gerechtigkeit, und dann ist es auch eine Frage der Seriosität. Dieses Ergebnis ist auch das Ergebnis einer klugen, nachweislich erfolgreichen Politik dieser Landesregierung, der von Sie getragenen Positionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Also, das Land steht sehr gut da. Kein Grund zum Ausruhen. Ich bin da völlig bei Ihnen. Ganz im Gegenteil. Wir müssen uns massiv anstrengen. Weil wir nämlich das Land so gestalten wollen, dass nicht nur heute, sondern auch in 10 und in 20 Jahren die Menschen gut und gerne hier leben. Und dabei liegen doch die Herausforderungen auf der Hand. Und ich muss Sie aufgrund der beschränkten Zeit und der Generalaussprache beschränken. Aber ich will sie schon benennen, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Das ist erstens die Frage, wie gelingt Integration und wie halten wir diese Gesellschaft zusammen? Das ist zweitens die Frage, wie bleibt unser Land sicher? Das ist drittens die Frage, wie stärken wir Bildung, Wissenschaft und Forschung? Und es ist die Frage, wie bewahren wir Wachstum und Wohlstand? Das kann man auch zusammenfassen in eine Grundfrage oder eine Kernfrage. Wie schaffen wir es, dass unser Land, unsere Heimat Hessen zukunftsfähig und lebenswert bleibt? Und wenn wir heute generell über den Haushalt reden, geben wir in dem vorgelegten Haushaltsplan darauf ganz konkrete Antworten. Ich werde darauf eingehen. Aber mir ist es auch heute ein Anliegen, noch einmal einen Blick zurückzunehmen. Bei der Frage der Gestaltung der Zukunft können wir mit gutem Grund auch auf einen Punkt einmal zurückschauen. Sie haben es nur ganz am Rande in Ihrer Rede erwähnt, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Die größte Herausforderung, der wir uns zurzeit gegenübersehen und auch im vergangenen Jahr schon, war doch die Herausforderung, viele, viele Tausend Menschen, die zu uns gekommen sind, aufzunehmen. Die Bewältigung der Flüchtlingskrise ist die zentrale, herausragende Aufgabe für uns alle gewesen. Es war eine einzigartige, von der Dimension, von der Schnelligkeit, von der finanziellen Dimension. Ich komme da noch einmal drauf, was Investitionsquote angeht. Und wir dürfen doch auch heute festhalten, es ist uns gelungen, in knapp 2 Jahren 100.000 Menschen nicht nur Obdach, sondern auch Versorgung, auch ganz konkrete Hilfe anzubieten.
1,3 Milliarden haben wir schon im letzten Haushalt alleine für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt, insbesondere für unseren nach meiner Überzeugung bundesweit vorbildlichen Aktionsplan, der eben zwei Teile immer hat, die Aufnahme der Flüchtlinge, aber eben auch den Zusammenhalt der Gesellschaft. Wenn ich noch einmal daran erinnern darf, wer für Investitionen spricht und weniger konsumtive Ausgaben, das ist im Grundsatz unbestritten. Wir haben alleine 800 zusätzliche Stellen für die Sprachförderung geschaffen, praktisch über Nacht. Wir haben über 6.000 Intensivklassenplätze geschaffen, quasi über Nacht. 2.200 Stellen in der Landesverwaltung zusätzlich geschaffen, um diese Herausforderungen zu stemmen. Und wer jetzt sagt, pass mal auf, das sind konsumtive Ausgaben oder Personalausgaben, sind keine Investitionsausgaben, darüber müssen wir nicht streiten. Nur dann hätte ich gerne einmal gewusst, vertritt irgendjemand wirklich die Auffassung, das hätten wir nicht tun sollen? Hätten wir das nicht getan, dann wäre an vielen Stellen großes Elend entstanden und gelingende Integration wäre nie und nimmer auf den Weg gekommen. Haben wir gemeinsam beschlossen. Und genau weil wir es gemeinsam haben, ich komme da gleich noch einmal drauf, muss man, wenn wir über Investitionsquoten reden, natürlich auch die größte Herausforderung, die wir haben, die muss man doch wenigstens einmal berücksichtigen. Ich kann doch nicht 1,3 Milliarden € ausgeben und dieselben Reden halten wie seit 20 Jahren über Investitionsquoten. Übrigens, nebenbei, Sie haben gesagt, wir hätten die niedrigsten aller westlichen Bundesländer. Das stimmt nicht. Niedersachsen hat 4,5 %. Wir haben durchgängig geplant 8 bis 8,5 von 2017 bis 2020. Kollege Schmidt, ich kann Ihnen die Zahlen geben. Ist aber für mich alles nicht entscheidend. Nur wenn Sie es wieder einmal zitieren, müssen Sie Ihrem Fraktionsvorsitzenden auch die richtigen Zahlen geben. Dann kann er das besser sagen. Aber das ist für mich nicht entscheidend. Ich will auf etwas anderes hinaus, weil wir heute eine Generalaussprache haben. Wir haben ganz nebenbei auch die Herausforderung der inneren Sicherheit durch massive Stärkung der Wachpolizei, Polizeivollzug, Verfassungsschutz und eine, wie ich finde, sehr, sehr wichtige, intensive Extremismuspräventionspolitik nachhaltig nicht nur finanziert, sondern dadurch auch die Sicherheit in unserem Land gestärkt. Meine Damen und Herren, es gehört auch heute dazu. Wir haben eine Vielzahl von Menschen, die sich in unserem Programm engagieren. Ich sage das nur stellvertretend einmal. Wir haben über die 300 Dozenten, die in diesen erfolgreichen Rechtsstaatsklassen sind. Das gibt es nur bei uns. Wir haben in 186 Kommunen Bürger, die sich im Programm Sport und Flüchtlinge engagieren. Wir haben über 200 Sportcoaches, die sozusagen die Vermittler zwischen den Vereinen und Flüchtlingen sind. Das ist doch großartig. Das kann man sich doch nur bedanken. Und deshalb sage ich auch heute, ein Jahr nach dem stärksten Zuzug. Es ist mir schon ein Anliegen, mich bei diesen vielen tausend Ehrenamtlichen zu bedanken, die diese Arbeit geleistet haben. Ohne die hätten wir es nicht hinbekommen. Wir haben diese Herausforderung gemeinsam gestemmt. Und ich will heute ausdrücklich das sagen, ich bedanke mich ausdrücklich bei denen, die unsere Arbeit als Opposition üblicherweise kritisch begleiten. Das ist ja nicht zu kritisieren aus unserer Sicht, dafür gibt es Opposition und Regierungsmehrheit. Ich will diesen Dank insbesondere den Sozialdemokraten aussprechen und Ihnen persönlich, Herr Schäfer-Gümbel. Sie haben recht, in einer Verantwortungsgemeinschaft, Sie haben sich aus meiner Sicht sehr konstruktiv in diese ganze Debatte nicht nur eingebracht. Sie haben auch widerstanden dem, was man gemeinhin oppositionelle Arbeit nennt. Das ist nicht selbstverständlich, aber es dient der Sache und vor allen Dingen dem Zusammenhalt der Gesellschaft. Und dafür bedanke ich mich ausdrücklich. Meine Damen und Herren, wir wollen und müssen denen helfen, die vor politischer Verfolgung, Krieg, Terror flüchten. Das gilt uneingeschränkt. Umgekehrt gilt aber auch, wer keine Aussicht auf ein Bleiberecht hat, muss in seine Heimat zurückkehren.
Wenn wir dies nicht beherzigen, werden wir unsere Kapazitäten überstrapazieren und vor allen Dingen die Aufnahmebereitschaft in unserem Land nicht erhalten. Und deshalb gehört zu allen Anstrengungen, die wir nach wie vor unternehmen und zu denen ich noch einiges sagen werde, zur Aufnahme und zu gelingender Integration auch ist ein Teil der Antwort, die ich Sie eben gegeben habe. Wer will, dass in diesem Land Aufnahmebereitschaft weiterhin gegeben ist, der muss auch sagen, wer dieses Bleiberecht nicht hat, muss in seine Heimat zurück, meine Damen und Herren. Auch das gilt. Wir hier in Hessen machen nach meiner Überzeugung mehr und manches vielleicht auch besser als andere. Ich erinnere an die Vielzahl der Initiativen. Ich erinnere einmal an den Asylkonvent. Den gibt es nur bei uns. Und wir werden in unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Gelingende Integration ist eine Aufgabe für Jahrzehnte. Und diese Arbeit muss klug und engagiert gemacht werden, und sie braucht auch einen Kompass. Deshalb schreiben wir unseren Aktionsplan fort. Dafür werden wir im kommenden Haushaltsjahr, meine Damen und Herren, 1,6 Milliarden € aufwenden. Und ich sage es noch einmal, das ist eine historisch einmalige Summe und eine riesige Anstrengung, die aber aus meiner Sicht notwendig ist. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, mit dieser großen Summe die große Aufgabe, die ich vorhin als die erste beschrieben habe, wie kann Integration gelingen und Gesellschaft zusammengehalten werden, genau mit einer solchen Anstrengung zu finanzieren. Das fällt nicht leicht, aber es ist eine bewusste Entscheidung, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, 1,6 Milliarden €. Und Sie haben ja auch gesagt, was wir sonst noch alles machen könnten. Und deshalb möchte ich die Gelegenheit schon wahrnehmen, darauf hinzuweisen, das, was wir tun, machen wir für alle Menschen im Lande. Ich will bewusst entgegentreten denen, die behaupten, für die Flüchtlinge ist Geld da, aber für unsere Sorgen interessiert sich niemand. Das Gegenteil ist in Hessen der Fall. Und nur zur Erinnerung, damit man etwas zum Diskutieren hat oder wenn man kritisch gefragt wird, was tut ihr denn? Meine Damen und Herren, wir stellen für die Förderung und für die frühkindliche Betreuung 460 Millionen € zur Verfügung. Das kommt allen zugute. Unser Ganztagsangebot wird Stück für Stück ausgebaut. Wir legen jetzt noch einmal 6 Millionen € drauf, und wir werden in Kürze ein flächendeckendes Angebot haben. Und mit erheblichen Mitteln werden wir Schülern ohne Schulabschluss Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung anbieten. Konkret, wir wollen 700 Plätze zur Verfügung stellen, damit junge Menschen von 18 bis 22 Jahren die Chance haben, ihren Schulabschluss nachzuholen und dann auch eine qualifizierte Berufsausbildung zu machen. Das sind alles ganz konkrete Maßnahmen, und die kommen alle zugute. Und deshalb erwähne ich die hier beispielhaft, meine Damen und Herren. Sie haben das Thema Wohnungsbau angesprochen. Da muss man über viele sprechen. Ist wahr. Aber wahr ist aber auch, Wohnraumförderung und Städtebauförderung hat so viel Landesmittel wie noch nie. Das wird dir ernsthaft keiner bestreiten. Über 1 Milliarde € haben wir dazu zur Verfügung gestellt. Und dann kann man darüber streiten, muss es vielleicht auch, gibt es noch Instrumente, die irgendwie intelligent sind. Da gibt es doch keine Denkverbote. Aber wir wissen doch auch gemeinsam, in erster Linie ist es eine Geschichte vor Ort. Wir können ja hier beschließen, was immer wir wollen. Wenn es nicht vor Ort gelingt, neue Wohnungen zu bauen, weil kein Gelände ausgewiesen ist oder was auch immer. Ich stelle noch einmal fest, noch nie waren die Aufwendungen dieses Landes zur Unterstützung insbesondere sozialen Wohnraums so hoch wie jetzt. Das haben wir bewusst gemacht. Und das ist ein Angebot, das ist keine abschließende Geschichte. Vielleicht gibt es noch Intelligenteres, was wir gemeinsam machen können. Aber wir legen schon Wert darauf. Diese Landesregierung, die tragenden Fraktionen, hat gehandelt. Über 1 Milliarde € ist ein Wort, meine Damen und Herren. Wir bauen konsequent unsere Anstrengungen für gelingende Integration aus. Ich sage es noch einmal, die große Herausforderung. Das erfolgreiche Programm Wirtschaft integriert gilt als Einstiegsqualifizierung in den Arbeitsmarkt, wird im nächsten Jahr mit 16 Millionen € unterstützt. Die Sprachprogramme werden noch einmal um 3,8 Millionen € erweitert, weil wenn man nicht rechtzeitig die Sprache lernt, hat alles andere wenig Sinn. Mit dem WIR-Programm
das ist die Unterstützung der Integration vor Ort, werden wir ebenfalls noch einmal eine deutliche Erhöhung vornehmen. Alles sozusagen in einer Linie, in einem Konzept, mit vielen einzelnen Punkten, aber nicht wahllos. Auch den Asylkonvent werden wir fortsetzen, weil gelingende Integration ist eben Angelegenheit aller gesellschaftlichen Gruppen. Und ich bedanke mich herzlich dafür. Sie sind ja zum Teil dabei und sehen ja, mit welchem Engagement und auch Erfolg dort gearbeitet wird, meine Damen und Herren, von der Ärztekammer bis zur Handwerkskammer. Das gibt es nur bei uns. Und dafür bin ich dankbar, und wir brauchen Sie auch in Zukunft. Meine Damen und Herren, das ist ein Ausschnitt, mehr kann ich aus Zeitgründen hier nicht bringen. Aber ich will schon darauf hinweisen, gelingende Integration und gesellschaftlicher Zusammenarbeit oder Zusammenhalt, das ist die Grundbedingung, wenn wir gemeinsam erfolgreich sein wollen. Deshalb muss man darauf achten, dass das, was wir tun, nicht nur denen zugutekommt, die neu zu uns kommen, sondern auch denen, die schon immer hier gelebt haben. Ich habe ganz bewusst vorhin gesagt, wir lassen diesen Vorwurf nicht stehen. Für die einen gibt es Geld und für die anderen nicht. Und weil das so ist, haben wir sozusagen als Anleihe, kann man das nennen, bei Georg August Zinn gemacht, mit dem legendären Satz, Hesse ist, wer Hesse sein will. Das bedeutet, dass wir die Menschen nicht danach orientieren und sie einsortieren, wo sie herkommen. Wer Zukunft gewinnen will, Kollege Wagner hat den Spruch geprägt, wer Zukunft gewinnen will, der muss fragen, wo einer hin will. Und genau das ist die Botschaft, die wir an alle geben, die hier sind, aber auch an die, die kommen. Und da mit diesen Grundüberlegungen meines Erachtens ist Hessen gut gefahren, und darauf bauen wir weiter auf. Schauen Sie, mehr Kitas, mehr Lehrer, mehr Ganztagsbetreuung, bessere Ausbildung, bessere Wohnungen, bessere Stadtentwicklung, Stärkung von Polizei und Justiz. Dies alles machen wir, und es dient allen. Und ich erwähne, damit es nicht unerwähnt bleibt, wir garantieren weiter ein Sozialbudget von 70 Millionen €, insbesondere für die Menschen, die dauerhaft unsere Hilfe bedürfen. Sie dürfen sich darauf verlassen, dass wir das nicht zum Steinbruch machen, sondern dass diese Summe verlässlich zur Hilfe für die Menschen zur Verfügung steht, die besondere Hilfe brauchen. Das galt gestern, und das gilt heute, und das gilt auch morgen, meine Damen und Herren. Ich will auch eine Bemerkung machen, die viele von uns bewegt und viele Menschen. Gesellschaftliche Zusammenarbeit und Zusammenhalt bedarf einer Vorstellung, wie die aussehen soll in Zukunft. Das fordert uns. Das fordert alle Seiten. Das fordert die, die zu uns kommen, und das fordern die, die schon hier waren. Und nicht wenige Menschen in unserem Land machen sich Sorge, wohin geht das Land. Und wenn wir ehrlich miteinander umgehen, das wollen wir doch, ist diese Sorge weit verbreitet. Wutbürger, politische Extreme, das sind die Signale, die wir nicht nur ernst nehmen müssen, sondern wo wir auch Antworten geben müssen. Für die Landesregierung darf ich Ihnen sagen, wir wollen und werden den Wutbürgern, den Extremen und den Unbelehrbaren nicht hinterherlaufen. Aber wir werden alles tun, immer wieder uns zu bemühen, Bürgerinnen und Bürgern Vertrauen oder dass sie Vertrauen in diesen Staat und ihre Institutionen haben, in die Handlungsfähigkeit des Staates, und dort, wo sie verloren gegangen sind, diese Vertrauenskapitalien, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Wir treten dafür an, auch in dieser Frage niemanden zurückzulassen. Es bleibt eine Daueraufgabe, darum zu werben für den demokratischen Verfassungsstaat und rechts und links die Extreme möglichst klein zu halten. In einer Demokratie, wie sie unser Land hat, Gott sei Dank, muss man ertragen, dass es auch Extreme gibt. Aber man muss dagegen antreten, dass diese Extreme sozusagen sich ausbreiten. Wir wollen, dass sie weniger werden, und deshalb müssen wir ihnen auch klare Antworten geben, meine Damen und Herren. Das will ich tun. Klare Antwort. Dieser Kompass heißt, wir wollen, dass Hessen
Hessen bleibt. Das beschreibt so, wie wir Hessen kennen, wie wir es lieben, mit unserer Geschichte, mit unserer Tradition, mit unserer Kultur. Niemand kann im Ernst wollen, dass wir uns irgendwo im diffusen Mittelfeld von verschiedenen Kulturen treffen, um anschließend zu erleben, dass die Menschen sagen, sie fühlen sich fremd im eigenen Land. Das ist aus meiner Sicht die falsche Botschaft. Und weil das so ist, sage ich, Hessen muss Hessen bleiben. Fest verwurzelt in der Heimat und offen für die ganze Welt. Das ist unsere Haltung eines weltoffenen Landes. Das bedeutet aber umgekehrt auch, wer bei uns leben will, der muss auch mit uns leben wollen. Abschottung und Parallelwelten schließen gelingende Integration aus, meine Damen und Herren. Und unter anderem deshalb hat die Landesregierung sich entschieden, zum besseren gegenseitigen Verständnis, um das zu fördern und auch diese Gesellschaft trotz unterschiedlicher Interessen zusammenzuhalten oder wieder zusammenzubringen, eine Kampagne des Respekts auszurufen. Das gesellschaftliche Miteinander droht dauerhaft Schaden zu nehmen, wenn uns nichts einfällt, außer zu beklagen, dass es so ist, wenn es nicht gelingt, Rücksichtslosigkeit, Gewaltbereitschaft, Enthemmungen und Entgrenzungen bis zum Hass, wie wir sie insbesondere in den sozialen Netzwerken feststellen, wenn wir das nicht zurückdrängen, werden wir diese Gesellschaft nicht beieinander halten können. Und das gilt für viele Bereiche. Meine Damen und Herren, Minderheiten werden diskriminiert, Andersdenkende verunglimpft, demokratische Regeln und ihre Institutionen des Staates bewusst verächtlich gemacht. Ich denke, wir sind uns da einig. Dem dürfen wir nicht mit Gleichgültigkeit begegnen. Im Gegenteil, wir müssen uns anstrengen, dass auch dann, wenn wir unterschiedliche Standpunkte haben, der gegenseitige Respekt gewahrt bleibt. Das gilt im Verhältnis von Jung und Alt, das gilt im Verhältnis von Einheimischen und Zugezogenen, das gilt im Straßenverkehr, das gilt in den Schulen, das gilt in vielen Bereichen. Und deshalb werden wir dafür werben, dass dieses Land in der Lage ist, Unterschiede zu ertragen und gleichzeitig gemeinsam das demokratische Fundament zu bewahren. Meine Damen und Herren, ich bitte schon jetzt um Nachsicht wegen der Zeit, aber es hat mich bewegt. Ich hatte gestern in Berlin Gelegenheit, von Wissenschaftlern zu hören und erläutert zu bekommen, mit den Bots, was in den sozialen Netzwerken alles manipuliert wird. Was dort stattfindet, erschüttert und erschreckt mich. Ich lebe nicht in der Vorstellung, dass wir das von Hessen alleine alles regeln können, aber dass wir gemeinsam den Anspruch haben müssen, dieser Verrohung der Sitten, diesem Niederreißen sämtlicher bisher jedenfalls noch geltenden Regeln nicht widerspruchslos sozusagen entgegenzutreten. Das, finde ich, muss unsere gemeinsame Verantwortung sein. Wir haben genügend Anlass zum Streiten. Aber es muss schon sein, dass wir an diesen Fronten uns mehr anstrengen. Und deshalb versuchen wir das. Sie sind alle herzlich eingeladen. Das ist keine Sache, ich nehme den Begriff noch einmal, postfaktischer oder sonstiger Pressearbeit. Es ist aus meiner Sicht eine der Grundbedingungen, wenn diese Gesellschaft nicht Wege gehen soll, die wir alle noch einmal bitter bedauern, dann gilt hier mehr als anderswo, wehret den Anfängen. Wenn keine Regeln mehr gelten, dann ist es falsch. Meine Damen und Herren, wie bleibt Hessen sicher? Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen und eine Grundverpflichtung des Staates. Sie muss deshalb immer im Mittelpunkt des Regierungshandelns und auch des politischen Handelns sein. Hessen gehört zu den sichersten Bundesländern. Wir haben die höchste Aufklärungsquote, die wir je hatten, fast 60%. Die erfasste Kriminalität ist deutlich zurückgegangen, in einigen Bereichen, z. B. in der Straßenkriminalität, fast halbiert. Das ist prima. Trotzdem machen sich Menschen Sorgen.
Das sollten wir nicht unterschlagen. Und die Herausforderungen an unsere Sicherheit sind gewaltig. Hessen zeichnet sich seit vielen Jahren durch eine aktive und erfolgreiche Sicherheitspolitik aus. Dazu gehört die kontinuierliche Verbesserung der Ausbildung, der technischen Ausstattung und auch der Personalausstattung, meine Damen und Herren. Morgen im Einzelplan 3 werden Sie über Details diskutieren. Ich will nur einmal hinweisen, die Polizeibesoldung dürfen Sie einem, der 11,5 Jahre Innenminister war, davon ausgehen, dass ich das heute noch im Kopf habe. Sie müssen dann auch vergleichen, die Besoldung. Bei uns sind fast alle in A10, in der Bundespolizei kaum einer. Dann ist die Rechnung schon eine ganz andere. Aber das wird morgen an anderer Stelle vertieft werden. Ich will auf Folgendes hinaus. Wir haben eine gute Sicherheitslage. Wir sind innovativ. Wir begegnen neuen Herausforderungen entschlossen. Ich darf es einmal erwähnen. Wir waren die Ersten, die Bodycams eingeführt haben. Mittlerweile ein Exportschlager in Deutschland. Ich bin froh, dass die Debatte, ob das überhaupt geht, sich mittlerweile erledigt hat. Wir haben Maßstäbe bei der Cybersicherheit gelegt. Wir drängen auch in der Gesetzgebung auf neue Antworten bei neuen Herausforderungen. Ich darf einmal daran erinnern, Initiativen zur Strafbarkeit des digitalen Hausfriedensbruchs sind von Hessen ausgegangen. Das alles sind Antworten, die wir geben, wenn uns die Menschen fragen, wie bleibt Hessen sicher. Wir gehörten zu den Ersten, die computergesteuerte Prognosesoftware gegen Wohnungseinbrüche eingesetzt haben. Eines der schwierigsten Herausforderungen, und die bleibt diese Herausforderung, die Bekämpfung des Wohnungseinbruchs. Und das bleibt für uns auch eine Verpflichtung. Und, meine Damen und Herren, die beste Kriminalitätsbekämpfung ist ja immer noch, wenn sie gar nicht entsteht, diese Kriminalität. Und deshalb will ich mal, ich nehme beispielhaft die Breite dessen, was wir tun, Sie erinnern, wir haben ein Netzwerk zur Deradikalisierung im Strafvollzug eingeführt. Das gibt es auch nur bei uns. Dieses Programm richtet sich gegen den politischen und religiösen Radikalismus und Extremismus bei den Häftlingen in den Justizvollzugsanstalten. Meine Damen und Herren, das waren alles Innovationen. Das sind alles Dinge aus den letzten 12 Monaten oder 15 Monaten, die wir hier in Hessen teilweise ganz neu auf den Weg gebracht haben. Und das zeigt, wir ruhen uns nicht auf dem, was ist, sondern wir nehmen auch Neues entschlossen auf. Und deshalb werden wir die bewährte Sicherheitspolitik fortführen und noch einmal intensivieren. Ich darf darauf hinweisen, wenn Sie sich den Haushaltsplan ansehen, werden Sie sehen, 2017 570 zusätzliche Polizeistellen. Im nächsten Jahr beginnt der größte Ausbildungsjahrgang bei der Polizei, den es jemals gegeben hat. Ja, auch Rekord. Über 1.000, meine Damen und Herren, bis 2020 werden über 1.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Hessen noch sicherer machen. Das ist wichtig. Ja. Schauen Sie, ja, natürlich. Ich freue mich, dass der Kollege Rudolph zustimmt. Herr Kollege Rudolph. 75. Ja, freue mich ja, dass Sie fröhlich zustimmen. Also 75 neue Stellen beim Verfassungsschutz, 250 Stellen zur Verbesserung bei der Justiz und wird Sie besonders freuen, weil Sie ja immer meinen, wir seien auf diesem Feld nicht aktiv. Ich will es nicht unterschlagen. 35 neue Steuerfahnder auch zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung. Meine Damen und Herren. Das alles gehört dazu. Und damit Sie sich uneingeschränkt freuen dürfen, ich habe gelesen, Stadt Hanau hat jetzt gerade eine Menge beschlossen, was sie machen wollen auf dem Feld. Ich finde es prima. 1 Million zusätzlich für die Videoüberwachung auf Straßen und Plätzen, damit wir dort auch mehr Sicherheit haben, aber vor allen Dingen, damit wir Straftaten dort besser aufklären können. Das ist ein Angebot, insbesondere an die Kommunen. Und ich bin froh, dass dies im Haushalt so verankert ist, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen, schauen Sie sich einmal an, was wir machen, teilweise beispielhaft. Und das ist bisher nicht erwähnt worden. Deshalb erlaube ich mir darauf hinzuweisen, weil das eine unserer großen Herausforderungen ist. Religiöser und politischer Extremismus. Dort haben wir ein Programm. Dieses Programm heißt Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Im Vergleich zum Vorjahr werden wir dort die Mittel vervierfachen. Wir lassen uns von niemandem überbieten, wenn es darum geht,
an dieser Stelle auch klare Kante zu zeigen. Meine Damen und Herren, es ist unsere gemeinsame Überzeugung, dass es in Hessen keinen Platz geben darf für rechten, linken, islamistischen Extremismus, keinen Rabatt für Fremdenfeindlichkeit, keine Toleranz für Kriminalität und Verbrechen. Ich glaube, da können wir uns gemeinsam wiederfinden. Aber ich will auch eines hinzufügen. Es gilt auch frühzeitig zu handeln. In diesem Zusammenhang möchte ich wirklich meine Unzufriedenheit darüber äußern, dass wir eine gesetzliche Regelung haben, die z.B. Werbung für terroristische Vereinigungen nicht mehr unter Strafe stellt. Ich halte das für falsch. Ich halte für falsch, damit das nicht falsch rüberkommt. Das hat viel mit der Bundespolitik zu tun. Aber, meine Damen und Herren, es kann doch nicht richtig sein, dass wir erst strafrechtlich reagieren, wenn die Werbung erfolgreich war für den Terror. Ich möchte es gern vorher, jedenfalls dort, wo wir es können. Und ich will an diesem Punkt keinen Zweifel lassen. Wir müssen sorgsam sein, und wir haben Anlass, uns sehr sorgfältig um die Sicherheit zu kümmern. Es ist noch nicht so furchtbar lange her, dass auch wir in Deutschland in diesem Sommer Opfer zu beklagen hatten von Anschlägen verschiedenster Art. Und weil das so ist und weil die Gewährleistung der Sicherheit eine riesige Aufgabe ist, weiß ich sehr wohl, dass die Sicherheitskräfte ganz Außerordentliches leisten. Da muss man nichts schönreden. Und da geht es ums Gehalt, da geht es um die Arbeitszeit. Aber, meine Damen und Herren, da geht es auch um das, was den Mensch ausmacht, was die manchmal erleben, was sie durchhalten müssen. Nicht zuletzt auch an Schmähung und anderem mehr. Wir haben an anderer Stelle darüber gesprochen. Das gehört auch dazu, dass wir das nicht unterschlagen, dass wir das nicht im klassischen Klein-Klein hier verhandeln. Und ich möchte Ihnen sagen, es ist unsere gemeinsame Überzeugung, das hoffe ich jedenfalls, dass wir denen, die tagtäglich für unsere Sicherheit einstehen, deutlich machen, dass wir um ihre Belastungen wissen, dass wir eine Menge tun, um diese Belastungen erträglicher zu machen, aber dass wir ihnen die Belastungen nicht nehmen können. Dass wir aber eins tun können, mit Dank, mit Anerkennung und mit Respekt all denen danken, die für unsere Sicherheit arbeiten. Meine Damen und Herren, in aller Kürze, weil es mich so fasziniert hat. Wir in Hessen waren die Einzigen, die unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gefragt haben, mit einem Migrationshintergrund, wäret ihr bereit, in der Frage Flüchtlingsarbeit euch zu engagieren? Freiwillig, kann man nicht verorten. Leute, die aus Arabien, aus Persien, wo auch immer gekommen sind, die sind durch die Erstaufnahmeeinrichtungen marschiert, haben in Farsi, in Dari, in Arabisch diese Menschen angesprochen, haben sie informiert und haben vor allen Dingen dafür gesorgt, dass die extremistischen Hetzer, die da unterwegs sind, von Salafisten bis sonst was, die ja versuchen, dort neue junge Menschen als Anhänger zu gewinnen, vorher erfahren, dass sie möglichst sich auf die nicht einlassen. Sie haben sie über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt, in ihrer Sprache. Und auf diese Weise haben wir in Hessen über 4.000 Flüchtlinge erreicht. Ich finde das eine großartige Sache, deshalb will ich es heute noch einmal erwähnen. Das können wir nicht. Also, ich kann es jedenfalls weder in Farsi noch in Arabisch. Und das, was ich kann, ist nicht so toll mit Serbokroatisch. Also lassen wir das jetzt mal weg. Aber Spaß beiseite. Wenn mich einer fragt, wie kann das Land sich entwickeln, wie kann es sicher bleiben, dann ist ein Teil meiner Antwort auch, schaut euch mal diese Geschichte an. Da haben Migranten für Migranten Sicherheit aktiv gebracht. So bleibt Hessen sicher, meine Damen und Herren. Sehr jetzt wirklich im Staccato. Es liegt auf der Hand. Für die gute Zukunft unseres Landes ist die bestmögliche Bildung, Wissenschaft und Forschung von elementarer Bedeutung. Wenn das nicht gelingt, hat man keine gute Zukunft. Und deshalb stehen diese Themen im Zentrum unserer Politik. Und wir führen unsere erfolgreiche Arbeit fort und setzen weitere Akzente. Meine Damen und Herren, nehmen wir einmal die Bildung.
werden Sie morgen stundenlang darüber reden. Ich nenne mal das, was für mich wichtig ist. Ich war schon Mitglied dieses Landtages. Da gab es mathematische Gleichungen, dass 80% Unterricht gleich 100% Versorgung sind. Das nannte man Unterrichtsausfall. Und am Ende von 12 Jahren hatten hessische Schüler 2 Jahre weniger Unterricht als andere. Meine Damen und Herren, in diesem Land redet keiner mehr über Unterrichtsausfall. Das ist gut so, aber abgeschafft haben wir ihn. Und deshalb sage ich Ihnen einmal, das ist wichtig. Wir haben eine Lehrerversorgung, die wir garantieren, von 105%. Gab es nie. Da sind wir stolz drauf. Wir machen den Schülern ein vielfältiges Angebot. Das ist Gegenstand unserer bildungspolitischen Überzeugung. Da sind wir nicht überall einer Meinung, aber es ist unsere Überzeugung. Und wir nehmen neue Herausforderungen an. Ich will mal 3 Stück kurz nennen. Eine Inklusion mit Augenmaß. Ja, bewusst. Ausbau des Ganztagsangebots. 6 Millionen € legen wir da jetzt noch einmal drauf. Und mit unserem Pakt für den Nachmittag, den Sie für nicht angemessen halten, werden wir jedenfalls in Kürze ein flächendeckendes Ganztagsangebot in Hessen haben. Wir stellen 1.100 neue Lehrer ein, zusätzlich. Und meine Damen und Herren, man kann es gar nicht oft genug sagen, noch nie hatten wir in unserem Land so viele Lehrerinnen und Lehrer. Und noch nie hatten wir so kleine Klassen in Hessen. Das ist ein Herr Ministerpräsident, ich darf Sie auf die für die Fraktionen vereinbarte Redezeit hinweisen. Ich würde das gerne aufnehmen. Aber ich muss Sie um Verständnis bitten. Ich will noch 2, 3 Gedanken hier nicht unterschlagen. Wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Wollen Sie Rituale abhalten? Dann schlage ich vor, wir nutzen die Zeit anders und geben alles zu Protokoll. Ja, es ist schon dunkel draußen. Damit es in diesem Land nicht dunkel wird, nur mal an dem Beispiel, haben wir es geschafft, in wenigen Monaten 20.000 und mehr Schülerinnen und Schüler, die zu uns gekommen sind, in den Schulen aufzunehmen. Herr Kollege Rudolph, wissen Sie, was das heißt? Wissen Sie, was das heißt? Eine riesige Aufgabe, über 20.000 junge Menschen, die in der Regel bis dato kein Wort Deutsch gesprochen haben, die einen völlig anderen historischen, kulturellen Hintergrund haben, in Sprachintegrationsklassen, aber auch in Regelklassen in der Schule aufzunehmen. Das ist eine gigantische Aufgabe. Und, meine Damen und Herren, das findet seit Monaten in diesem Land statt. Und wissen Sie, was das Tollste ist? Ohne Krawall. Ja, sogar ohne öffentliche Wahrnehmung. Hier nicht, in der Presse nicht. Und ich sage Ihnen, ich bin froh drum. Aber die Wahrheit ist doch, eine solch riesige Aufgabe hatten wir noch nie. Und dass das gelingt, ist das Ergebnis von vielen Lehrerinnen und Lehrern, die tagtäglich mit ihrem persönlichen Einsatz Menschen, die bisher kein Deutsch noch niemals gesprochen haben, die einen völlig anderen Hintergrund haben, in einer fremden Welt so aufzunehmen, dass der Laden eben nicht auseinanderfliegt, dass es nicht überall dunkel wird, sondern dass es für alle hell bleibt und für die, wo es dunkel ist, in Zukunft hell ist. Das ist der Unterschied. Also, wenn schon, dann lasst uns ernst reden, dann lasst uns ringen, auch um den besten Weg. Forschung und Hochschulen. Meine Damen und Herren, noch nie gab es eine Zeit, wo wir so uns angestrengt haben. Wir haben 12 Hochschulen staatlich und eine Fülle wissenschaftlicher und Forschungseinrichtungen. Und Hessen ist ein herausragender Forschungsstandort. Warum machen wir denn das? Und ich wäre dankbar, wenn wir bei Investitionsquoten mal eine intelligente Investitionsquote hätten. Wenn wir nämlich z.B. Forschungsinstitute unterstützen, glaubt denn jemand, das sei keine Investition in die Zukunft? Wenn wir zusätzlich 100, finden Sie jetzt im neuen Haushalt, 100 Professorenstellen, wenn wir die zur Verfügung stellen, ist das nicht auch eine Investition in die Zukunft? Investition in Forschung und Lehre und Wissenschaft. Das sind die Arbeitsplätze. Dann sind wir uns ja einig, können wir ja vielleicht mal gemeinsam einen Antrag stellen, dass die üblichen Rechnungen mal geändert werden. Aber wenn wir uns noch darüber einig sind, dass das die Arbeitsplätze von morgen sind, meine Damen und Herren, dann freue ich mich, dass auch die Opposition sich mit uns freut, dass das einzigartige Programm in Deutschland, das es nur in Hessen gibt, kein Land
Ja, nehmen Sie es weltweit, sogar bei Ihnen im Schwalm-Eder-Kreis. Das heißt LOEWE. Dieses LOEWE-Programm, mit dem wir mittlerweile über 600 Millionen € ausgegeben haben, ist die Grundlage für wissenschaftliche Exzellenz. Das ist die Grundlage z. B. für Ansiedlung von Fraunhofer-Instituten, wie wir das gerade letzte Woche gemeinsam gemacht haben. Das ist die Grundlage dafür, dass Wissenschaft gemeinsam mit Wirtschaft neue, hochwertige Arbeitsplätze in diesem Lande schafft. Und das ist auch eine Antwort darauf, wenn wir sagen, wir wollen nicht nur das heute verwalten, wir wollen das morgen gestalten. Und an keiner Stelle können Sie das so deutlich sehen als bei Investitionen in Wissenschaft und Forschung, meine Damen und Herren. Wachstum und Wohlstand kann man nicht erhalten, ohne die Infrastruktur auszubauen und nachhaltig zu entwickeln. Da wird es morgen Gelegenheit geben, viele Punkte anzusprechen. Ich sage Ihnen, meine Überzeugung ist, das Erste ist Stärken, Stärken. Stärken, Stärken heißt, dass das, was wir haben, teilweise als Einzige in dieser Form, dass das auch in Zukunft stark sein wird. Und dann spreche ich vom Frankfurter Flughafen. Dieser Frankfurter Flughafen ist nicht nur das Tor zur Welt, was für ein Exportland wie Hessen ja von überragender Bedeutung ist. Es ist die Arbeitsstätte für 82.000 Menschen. Es ist das wirtschaftliche Herzstück unseres Landes. Und weil das so ist, bleibt es und muss es aus meiner Sicht das Ziel sein, diesen Flughafen auch bei veränderten Flugbedingungen oder Flugverhalten der Passagiere wettbewerbs- und zukunftsfähig zu halten. Und das tun wir. Nebenbei, ich habe ganz bewusst gesagt, ich halte den Einstieg für den Flughafen, für die Billigflieger für richtig. Ich habe gelesen, Sie sind auch dieser Auffassung. Jetzt haben Sie einen Antrag vorgelegt, dass die kommen wollen, aber nicht kommen sollen. Das können wir morgen diskutieren. Das ist ein langes Thema. Das ist nicht mein Punkt. Ich will hier nur die Antwort nicht schuldig bleiben. Wettbewerbsfähig und zukunftsfähig muss dieser Flughafen bleiben. Es ist das stärkste wirtschaftliche Pfund, das wir haben. Das steht nicht im Widerspruch zu unseren Bemühungen um Lärmschutz. Auch das muss man mal erwähnen. Seit 2007. Herr Präsident, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schäfer-Gümbel. Zusammenhang vortragen. Ich darf einmal erinnern an die Allianz gegen Fluglärm. Ich darf erinnern an die von Staatsminister Al-Wazir durchgeführte oder durchgesetzten Lärmpausen. Ich denke an die Staffelung der Gebühren je nach Lärmintensität. War Frankfurt das erste auf der Welt? Ich erinnere einmal an die technischen Verbesserungen. Ich erinnere an den Austausch des Fluggeräts zu lärmärmeren Flugzeugen. Dies alles hat nachweislich Erfolge gezeigt, und den Weg gehen wir weiter. Aber beides, Zukunftsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Rücksicht auf die Bevölkerung. Und dann werden wir, davon bin ich überzeugt, auch die letzte noch offene Aufgabe aus dem Mediationsverfahren, nämlich die Schaffung einer Lärmobergrenze, gemeinsam mit Fraport und den Verkehrsunternehmen auch lösen. Das ist nicht einfach, aber ich bin zuversichtlich. Ich denke einmal an die Lärmpausen, habe ich auch immer gehört, es geht nicht. Mittlerweile sind sie implementiert, und das ist gut. Meine Damen und Herren, Verkehrsinfrastruktur. Ich lade uns herzlich dazu ein, wenn wir über Verkehrsinfrastruktur reden, dann bitte schön nicht nur für die Ballungsräume, sondern auch für den ländlichen Raum. Es gilt beides. Noch nie standen so viele Mittel des Bundes und des Landes für Verkehrsmaßnahmen zur Verfügung wie zurzeit. Das kann man ernsthaft nicht bestreiten. Und wer jetzt sagt, es müsste noch mehr sein, auch schön. Aber die erste Vorstellung ist mal, so viel gab es noch nie. Und wir haben auch dieses in Hessen ja nun seit vielen Jahren immer wieder intensiv debattierte Feld des Landesstraßenprogramms. Ja, wir haben es auf hohem Niveau von 90 Millionen € festgeschrieben, und wir haben 54 Millionen €, vielleicht nicht ganz unwichtig und zu mitschreiben, für externe Leistungen im Bau und in der Planung auch in 2017 vorgenommen, weil wir wissen, dass teilweise die Mittel so viel sind, dass sie mit der vorhandenen Verwaltungskapazität gar nicht verplant werden können. Also haben wir Vorsorge getroffen und haben gesagt, 54 Millionen € stellen wir in den Haushalt ein, damit wir auch extern vergeben können. Wie ich finde, eine kluge Maßnahme. Sie schütteln den Kopf.
Wenn Sie es für unklug halten, können Sie mir bei Gelegenheit ja mal erklären. Aber ich finde, es ist besser, wenn wir alles tun, damit wir die Mittel nutzen können, als wenn wir sie anschließend dem Bund wieder zurückgeben müssen, meine Damen und Herren. Zur Verkehrsinfrastruktur gehört auch ein leistungsfähiger Nahverkehr. Da weiß ich nur ziemlich genau als Hauptverhandler, was wir da gemacht haben. Ich bin Ihnen dankbar, Herr Schäfer-Gümbel, dass Sie das anerkennen. Nur damit man mal die Zahlen zum Mitschreiben hat, das weiß doch kaum jemand. 600 Millionen geben wir für den Nahverkehr in Hessen. Komplett die Regionalisierungsmittel. Und wenn Sie dann noch die 120 Millionen aus dem kommunalen Finanzausgleich dazunehmen, die auch für den Nahverkehr sind, dann sagen Sie, ich sage und schreibe fast eine Dreiviertelmilliarde für den Nahverkehr. Und das ist eine Anstrengung, die ist nun wirklich beachtlich. Und wenn Sie dann noch hinzunehmen, Sie haben unser Schülerticket angesprochen. Ja, die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben die Absicht, allen Schülern und allen Auszubildenden, das gab es bisher nicht, in ganz Hessen ein attraktives Angebot zu machen. Das nennen wir Schüler- oder korrekterweise müsste man sagen Schüler- und Auszubildenden-Ticket. Und die Berufsschulen. Wir glauben, dass das gerecht ist. Das ist ein Beitrag zu moderner Verkehrspolitik und vieles andere mehr. Das kann man an anderer Stelle vertiefen. Und da finden Sie im Haushalt 11,5 Millionen € für. Ich finde, das ist eine beachtliche Leistung. Und da werden wir mal sehen, wir bauen darauf, dass wir mit den Verkehrsverbünden, auch mit den Kommunen, zu guten Ergebnissen kommen. Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben nach neuen Innovationen gefragt. Ich mache es jetzt wirklich kurz. Sie werden im Haushalt finden zusätzliche Mittel für die Digitalstrategie, 5 Millionen. Sie werden im Haushalt finden Förderung für Mittel für die Elektromobilität und zum ersten Mal 5 Millionen für Elektrobusse, die die Kommunen kaufen können, die wir vom Land bezuschussen. Ist doch toll, oder nicht? Wir machen. Ja, was heißt hier da? Ja, Herr Schmidt, ich komme auf Sie noch einmal zurück. So Niveau. Sie sind ja der Meister des großen Niveaus. Da komme ich nachher noch einmal drauf. Was ich festhalten will, meine Damen und Herren, Digitalstrategie, Förderung von Elektrobussen. Hierzu gehört auch die Förderung der digitalen Verbindungen in unserem Land. Wir wollen, dass jeder Haushalt angeschlossen wird, leistungsfähig. Wir unterstützen massiv die Kommunen. Und ganz nebenbei, wenn wir auch bei den Kommunen sind, damit es nicht unerwähnt bleibt, meine Damen und Herren, 4,6 Milliarden € ist der kommunale Finanzausgleich. Auch diese Mittel dienen der Infrastruktur. Sie dienen aber auch der Konsolidierung der Haushalte vor Ort. Und es ist der höchste Betrag, den die Kommunen jemals vom Land bekommen haben, meine Damen und Herren. Auch das ist die Wahrheit. Sie, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, haben das Thema Finanzplatz angesprochen. Ich mache es sehr kurz. Ja, ich war letzte Woche in New York, davor in Brüssel. Ich glaube, wir können gar nicht genug und klug genug für uns werben. Das wird kein Selbstläufer. Das meiste, was hier diskutiert wird, interessiert in Brüssel und New York niemand. Und wir stehen in einem beinharten Wettbewerb mit vielen anderen. Und wie der Brexit sich entwickelt, weiß heute auch noch keiner wirklich. Trotzdem ist es richtig. Und wir sind ja mit den Akteuren des Finanzplatzes da überall unterwegs. Ich will Ihnen aber noch einen weiteren Gesichtspunkt sagen, warum wir uns dort so engagieren müssen. Ich nehme mit großer Sorge wahr, Arbeitsplatzverlust in unserem Land. Ich wundere mich, dass darüber niemand spricht. Alle großen Institute bauen ab, auch die Sparkassen. Sie merken doch zu Hause selbst, was los ist. Jeder kriegt doch im Moment die Mitteilungen, wie sich Kontoführungsgebühren sich entwickeln und Ähnliches mehr. Spüren Sie doch, jeder Bürger im Moment. Es geht also nicht nur um die großen Institute, sondern wir haben dort Sorgen. Und aus meiner Sicht, wenn schon Geschäft von London auf den Kontinent verlagert wird, kann darin eine Chance liegen, wenn die zu uns kommen, auch die Arbeitsplatzverluste, die an der bisherigen Finanzbranche entstehen, vielleicht ein Stück zu kompensieren. Jedenfalls lohnt dort jeder Einsatz. Abschließend, meine Damen und Herren, Zukunft und Wohlstand sind nur zu halten und dauerhaft zu gewinnen, wenn wir eine solide und verlässliche Haushalts- und Finanzpolitik betreiben. Wir halten fest an unserem Ziel,
das Verfassungsgebot einzuhalten und ab 2019, nach dann fast 50 Jahren, zum ersten Mal einen Haushalt vorzulegen ohne neue Schulden. Meine Damen und Herren, das kann nur gelingen, insbesondere bei zusätzlichen Ausgaben, wenn Sie eine seriöse, eine dauerhafte und nicht schuldenfinanzierte Gegenfinanzierung haben. Wenn Sie sagen, wir müssen mehr ausgeben, müssen Sie irgendwie auch sagen, wie wir es bezahlen. Und genau daran fehlt es nach meiner Überzeugung an Ihren Überlegungen. Meine Damen und Herren von der SPD, ich kann Ihren Vorschlägen nicht beitreten. Wenn man das einmal zusammenfasst, kann man das so formulieren. Sie verlangen eigentlich von allem noch ein bisschen mehr. Das ist die Methode Schmidt. Sie wollen den Haushalt mit 440 Millionen € zusätzlich belasten. Und interessant ist ja, wenn man sich einmal beispielhaft anguckt, wie Sie das machen wollen. Sie wollen die gesamten Rücklagen des Landes aufbrauchen. Damit ist das Risikopuffer weg. Sie wollen den Bürger eine neue Belastung auferlegen, indem Sie eine Wasserbenutzungsgebühr einführen oder Abgaben. Sie wollen Einsparungen zulasten des Verwaltungspersonals. Ach, in den Ministerien arbeiten keine Leute in der Verwaltung. Also, Herr Schmidt, ich finde Ihre Zwischenrufe immer klasse. Zum Mitschreiben an alle Mitarbeiter in den Ministerien. Also, der finanzpolitische Sprecher hat gesagt, wir streichen nur bei den Ministerien, dann streichen wir nicht bei der Verwaltung. Meine Damen und Herren, wahrscheinlich war es nicht so gemeint, ich will es nicht übertreiben. Aber wenn man das Wort für Wort nimmt, das liegt genau auf der Ebene zu dem, was Sie an anderer Stelle machen. Sie sprechen von höherer Erbschaftssteuer, was das Land alleine überhaupt nicht bezahlen kann und nicht alleine beschließen kann. Und was ich überhaupt nicht verstehe, Sie wollen die Mittel für die Ganztagsangebote auch noch kürzen. Ja, also neue Belastungen, Wasserabgabe, Verwaltung, die irgendwie keiner merkt, aber streichen, Rücklagen komplett aufgreifen. Mit Einmaleffekten wollen Sie Dauerlasten bezahlen. Das kann nicht gut gehen. Und deshalb, meine Damen und Herren, das, was Sie uns vorschlagen, Herr Kollege, ist keine seriöse Haushaltspolitik. Sie ist keine nachhaltige Haushaltspolitik. Sie ist eine falsche Politik. Und deshalb lehnen wir sie ab, meine Damen und Herren. Herr Schäfer-Gümbel, zum Schluss. Sie haben angesprochen den Länderfinanzausgleich und was wir damit machen. Ich habe die Fraktionen sehr detailliert schriftlich unterrichtet über das Verhandlungsergebnis und was dort alles ist. Ich bin froh, dass es gelungen ist, zu einer Neuregelung, die wir miteinander vereinbart haben, im Verhältnis unter den Ländern, aber auch Länder und Bund, zu kommen. Das ist eine Absichtserklärung, an die wir uns halten. Das würde uns ab dem Jahr 2020, gemessen an heute, etwa 550 Millionen € die Finanzlage verbessern. Das ist schon prima. Das Problem ist nur, diese Vereinbarung muss erst noch mit etlichen Änderungen des Grundgesetzes und mit einer ganzen Reihe anderer Sachverhalte und Gesetze umgesetzt werden. Und ich verhehle nicht, dass die Forderungen des Bundes und insbesondere der Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD uns erheblich in schwierigste Verhandlungen bringen. Öffentlich wird z. B. über Bundesstraßenbehörden oder so etwas diskutiert. Das ist eine von vielen Themen. Meine Damen und Herren, die Wünsche des Bundes treffen unmittelbar die Kompetenzen des Landes und vor allem dieses Landtags. Und deshalb sind die Vorstellungen des Bundes und der Länder noch weit auseinander. Trotzdem hoffe ich, dass man sich einigen kann. Aber für dieses Jahr und auch fürs nächste Jahr will ich einmal daran erinnern, Hessen, mittlerweile nur noch drei Geberländer, Hamburg ist gerade mal wieder rausgefallen, eins von noch dreien, wir zahlen 1,8 Milliarden €. Und dieser Sachverhalt, der ist auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr wahrscheinlich der gleiche. Wenn wir diese Veränderungen durchsetzen, werden wir ab 2020 eine verbesserte Situation haben. Und deshalb rate ich dringlich, meine Damen und Herren, wir sollten nicht schon heute Geld für Wohltaten ausgeben, für Geld, das wir noch gar nicht haben. Wenn wir es haben, dann reden wir darüber.
Meine Damen und Herren, im Rahmen der Generalaussprache, wie so oft, manches vertieft, manches konnte man nur streifen. Aber ich will zusammenfassen, weil wir uns ja alle zu freudigem Ereignis in Kürze wiedersehen. 70 Jahre Hessen, das ist eine Erfolgsgeschichte. Wer wollte das bestreiten? Mit dem Haushalt 2017 setzen wir diese Geschichte fort. Wir werden Bewährtes fortführen, wir werden mutig Neues hinzufügen, und wir werden entschlossen und engagiert daran arbeiten, dass auch in 10 und auch in 20 Jahren die Menschen gut und gerne in unserem Land leben. Danke.